Die warme Jahreszeit beginnt endlich und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir wieder mehr Haut zeigen werden. Und genau an diesem Punkt wird für ganz viele ganz häufig sichtbar, dass der Winter mit den kühlen Tagen und den oft schwankenden Lufttemperaturen sowie Feuchtigkeiten unserer Haut viel abverlangt haben. Vor allem der ständige Wechsel zwischen dem Schneewetter, der kalten und feuchten Luft draußen und der trockenen Heizungsluft drinnen strapaziert unsere Haut unheimlich. Dazu kommen dann häufig auch noch viele dicke Schichten an Klamotten, manchmal kratzen sie sogar an der Haut, also unsere Haut macht im Winter wirklich viel mit. Um sie jetzt für den Sommer vorzubereiten, sie pflegend und strahlend aussehen zu lassen und somit mit viel Feuchtigkeit zu versorgen und die Haut von abgestorbenen Hautzellen zu befreien, haben wir heute ein wunderschönes Peeling zusammengestellt, welches ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Damit habt ihr im Anschluss eine gepflegte, geschmeidige Haut und seid bereit für den Sommer und die Sonne. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen bei Kasida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Alles, was ihr für euer Peeling braucht, steht bereits hier und die Mengenangaben, die wir euch in diesem Video geben, reichen für mehrere Anwendungen. Wenn ihr euer Peeling zusätzlich in einem luftdichten Gefäß oder Glas aufbewahrt, sind die Zutaten bis zu 7 Wochen lang haltbar. Also gut, dann schauen wir uns doch mal die ganz einfache Zubereitung von dem wundervoll feuchtigkeitsspendenden Körperpeeling an. Los geht's! Als Zutaten braucht ihr als allererstes unser flüssiges Kokosöl. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox, schaut da also gerne mal rein. Dann brauchen wir Olivenöl, da könnt ihr aber auch unser Mandelöl von Kasida verwenden. Das ist noch einen Ticken besser, setze ich euch auch unten in die Infobox, falls ihr das nicht habt. Nehmt einfach ganz normales Olivenöl. Für das Peeling brauchen wir anschließend Kokosraspeln. Wenn man das Peeling nur für eine Anwendung anmischt, dann eignet sich auch Kaffeesatz sehr gut. Ich habe vom Frühstück heute Morgen noch was übrig gelassen, um mir heute das Peeling anzumischen. Das könnt ihr genauso machen oder eben mit Kokosraspeln. Und dann brauchen wir nur noch ein Gefäß, zum Beispiel eine Schüssel und einen Esslöffel. Und das war's auch schon, jetzt kann's losgehen. Als allererstes brauchen wir einen Esslöffel von unserem flüssigen Kokosöl. Anschließend brauchen wir 2 bis 3 Esslöffel von unserem Mandelöl oder alternativ auch Olivenöl. Und für die körnige Peeling-Substanz nehmen wir jetzt unsere Kokosraspeln oder den Kaffeesatz zur Hand und nehmen davon 3 Esslöffel mit in unsere Mischung. Die Öle, die wir am Anfang dazugegeben haben, bilden hier die pflegende Substanz und die Trägermasse des Peelings. Und die peelende Substanz bringen dann die Kokosraspeln oder der Kaffeesatz mit rein. Wer in sein Peeling noch einen frischen und fruchtigen Duft mit einbringen möchte, der kann einfach ein paar Tropfen von frisch gepresstem Orangensaft mit eingeben. Nach dem Peeling wird die Haut ja ohnehin gründlich abgewaschen, also keine Sorge vor den klebrigen Zutaten. Das Körperpeeling könnt ihr also nun auf die gewünschten Körperstellen auftragen und einmassieren. Somit befreit ihr eure Haut von abgestorbenen Hautzellen und pflegt sie gleichzeitig noch mit wertvollen Inhaltsstoffen. Anschließend könnt ihr eure Haut ganz einfach abwaschen und abtrocknen. Und das war's auch schon. So einfach habt ihr euer eigenes feuchtigkeitsspendendes Körperpeeling hergestellt. Viel Spaß damit, viel Freude im Sommer und schaut nochmal eben in der Infobox vorbei, um die Links zu unseren Produkten zu finden, denn dort gibt's auch einen 10%igen Rabattcode auf all unsere Produkte, also schlagt da gerne zu. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!